Jo, hallo Freunde, ich begrüße herzlich zu einer neuen Tipps und Tricks Serie. Und diesmal soll es um die Bialetti-Benutzer gehen. Ich will euch da ein bisschen was vereinfachen, und zwar vereinfachen in dem Sinn, dass euch die Maschine nicht so versaut. Versauen in dem Sinn Kaffeesud. Viele werden das schon in meinen Videos immer wieder gemerkt haben. Ich führe da keinen Pulverkaffee rein in eine Bialetti, sondern ich will mir die ganz einfach nicht versauen, sondern verwende diese Kaffeepads, was es da gibt. Die gibt es in alle möglichen Geschmackrichtungen, werdet ihr kennen. Es ist ein wunderschönes Bett, das passt super rein in den Fütter, und ich zeige euch das gerne her. Ja, genau, um den Fütter soll es gehen, dass man sie den nicht versauen. Wenn sie es öfter draußen trinkt, müsst ihr ihn reinigen, es braucht extrem viel Wasser, den zum Auswaschen. Und so gehe ich ganz einfach her und lege da so ein Kaffeebett rein. Seht ihr, das passt da wunderbar rein und habe einen wunderschönen Kaffee. Da sind genau 8 Gramm in einem so einem Bett drin. Wer den natürlich stärker will, ist ja kein Problem, muss man aufpassen, dass man nicht oben hat, so wie ich. Dann gibt es ihm einen zweiten Bett dazu. Dann habt ihr ihm 2 und das Ganze ist noch viel stärker. Und im Endeffekt habt ihr eigentlich immer innen eine relativ saubere Maschine, vor allem der Filter bleibt sauber. Ich mag meinen nicht unbedingt so stark, mir reicht ein Bett. Und man muss vielleicht schauen, dass man das schön andruckt, dass die wirklich bis auf die Seiten draußen liegen. Dann funktionieren die pipi feinst. Und jetzt machen wir uns gleich mal an. Beim Wasser anfühlen, ich weiß nicht, ob, wie viele das wissen, was das da ist. Das ist nämlich ein Überdruckventil. Das heißt, bevor es die Kanne zerreißt, geht da das Ventil auf. Das wird man schwer sehen. Und es dürft auch Wasser nur bis unter das Ventil einfüllen, bitte. Nicht drüber. Dann funktioniert das tadellos. Werden wahrscheinlich eh viel wissen, aber für alle sicher, sicher, das ist ein Überdruckventil. Dazu ist das auch da. Und schaut auch ab und zu, ob das geht. Kann man schön mit den Fingernägeln nehmen und ein bisschen anziehen. Da sieht man, dass man es rausziehen kann mit Federdruck. Wollte ich nur einmal erwähnt haben. Bein schon drauf damit. Und dann freue ich mich schon am Kaffee. Ja, Freunde, das war es im Großen und Ganzen. Das wollte ich euch zeigen, dass ich diese Kaffeepads verwende. Die sind optimal, sind kosten auch nicht die Welt. Und vor allem, man hat auch kein nichts zum Weghauen. Man braucht es nicht entzogen, weil ich nehme das komplett mit heim, wenn das heraus ist, und haust daheim gemütlich weg. Gut, Freunde, das war's wieder. Danke fürs Zuschauen. Vielleicht hat es euch ein bisschen was geholfen, und ciao!